Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge im LS22. Immer noch in Polen und ja, langsam wird es dunkel. hier auf dem Feld. Jetzt hauen wir hier mal die ganze Arbeitsbeleuchtung an. In der letzten Folge war ja so ein bisschen der Reinfall, dass das nicht so ganz funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt hatte. Mit ja, den Ballen einstreuer und da ist eine Gabel dabei und etc. pp. Hast du nicht gesehen? Ui, Ballen. Den brauche ich jetzt gerade erstmal nicht hier. Wir stellen den Wagen mal so ein Stückchen weiter hier rauf, dass wir da eine Runde dann hier dementsprechend laden können. Nochmal. Ich lasse jetzt die Spannbänder erstmal dran. Das muss jetzt so erstmal funktionieren. Genau, dann sammeln wir nämlich da unten die ganzen Ballen mal zusammen, dass wir hier das Feld leer kriegen und eben dementsprechend unsere Mission hier noch fertig abschließen können, beziehungsweise unseren Bonus daraus ziehen können. Das ist ja der ganze Trick dahinter. Ja, wie gesagt, das mit dem Balleneinstreuer, das habe ich noch nicht so ganz gelöst, das Thema. Das muss ich mir in Beigelegenheit nochmal anschauen. Das ärgert mich tatsächlich gerade selber so ein bisschen, weil das eine coole Option gewesen wäre. So ist es halt jetzt irgendwie so ein bisschen, ja, doof. Doof meines Erachtens, weil du eben immer ein extra Gerät dafür brauchst und eigentlich ja zum Beladen eigentlich immer irgendwie ein extra Gerät dazu brauchst, was ja meines Erachtens echt nein. Ach komm, jetzt muss das sein, dass du jetzt da runterfällst. Okay, also mit Spannbändern dran ist auch nicht unbedingt die beste Lösung. Merken wir uns. Das ist nicht ganz so optimal. Mei, lass doch den Ballen jetzt einfach. Okay. Dann einmal hier alles lösen. Und dann schauen wir, dass wir den doch nochmal irgendwie da drauf kriegen. Ja, ich nehme jetzt gerade mal die eine Folge für den Montag auf. Es ist Sonntagabend. Viertel nach acht. Was? Viertel nach acht schon wieder. Ja, super. Nein. Das stimmt nicht. Es ist Viertel nach sieben. Irgendwas ist komisch. Warum zeigt die eigentliche Uhrzeit vom Rechner Viertel nach acht? Na, egal. Ja, irgendwie einfach mal eine falsche Zeitzone. Sehen wir es einfach mal so. Ja, und genau, ich nehme jetzt bloß die eine Folge auf für Montag, weil es mir zeitlich gerade nicht anders ausgeht und ich hoffe, ich komme dann morgen zum Aufnehmen von ein paar mehr Folgen, dass ich dann wieder im Grünen bin. Nur dieses Wochenende mal wieder ein Wohnmobil weitergebaut, weil wir über Ostern wegfahren und das hat jetzt gerade Vorrang gehabt. Von dem her musste das jetzt erstmal passieren. Und ja, wie gesagt, dadurch habe ich einfach keine Zeit gehabt, dann dieses Wochenende aufzunehmen. Aber nichtsdestotrotz, ui, schaue ich jetzt eben, na, dass ich das jetzt auf jeden Fall heute noch eine Folge auf jeden Fall noch aufnehme. Und dann eben morgen die weiteren. Dann sollte das auch soweit passen mit Upload und allem. Das ist ja doch immer auch eine Zeit, die oder beziehungsweise es nimmt Zeit in Anspruch, so muss man es sagen. Das ist nicht zu vernachlässigen. Ich sehe schon wieder. Ja, wow. Ja, wow. Okay. Das lassen wir so. Den lade ich so sicher nicht auf. Ja, ich bin gerade. Ja,
Ja, es ist echt schade, gerade mit dem Ballendingens-Gedönse. Das nervt mich so ein bisschen. Ich hatte da echt große Hoffnung in das Gerät. Von dem her muss ich mir jetzt da eine Alternative irgendwie überlegen, wie ich das dann löse, das ganze Thema. Muss da gerade schauen, dass ich dazwischen reinkomme im besten Fall. Ne. Das will so nicht. Im besten Fall natürlich auch nicht fünf Ballen runterschmeißen, um einen drauf zu tun. Geht das? Sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Jetzt müsste nur noch dieser eine Ballen hier so ein bisschen nach vorne rutschen, dann sollte auch der andere runterfallen. Jetzt muss ich leider jetzt mal schnell hier etwas nachhelfen, sonst wird das nix. Das war zu weit weg. Will er nicht. Will er gerade nicht. Das ist doof. Ich glaube, dass das auch nicht wirklich, oder? Klappt das? Ah, so könnte es gehen. Na, einmal runterhämmern. Vielleicht geht es so. Ja, so einigermaßen. Vielleicht können wir das Ganze dann mit den anderen Ballen noch runterdrücken. Schön ist was anderes. Weiß ich. Braucht man gar nicht drüber reden. Aber in dem Fall ist es halbwegs effektiv und erfüllt seinen Zweck. Das ist mir gerade wichtiger. Wie gesagt, am Ende ist es ein nettes Zubrot. Ah, jetzt habe ich den wieder so verschoben, dass ich da nicht den nicht mehr wieder gerade kriege. Okay, dann nehmen wir erstmal einen. Ja, am Ende sind es ein paar Euro, die noch aufs Konto draufkommen, um dann im besten Fall die ganze Tierthematik anzugehen. Also Kühe etc. Beziehungsweise nicht Kühe etc., sondern Kühe. Das wäre echt nur gerade. Das ist so ein bisschen. Ich habe keinen Bock, dass ich mir da irgendwo die Ballen dann wieder runterschmeiße, nur weil ich ein bisschen zu dynamisch unterwegs bin. Jetzt passt's. Ja, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Werde ich wahrscheinlich eh noch machen. Habe ich so im Urin? Ne, das wollte ich nicht. Vor allem so ein bisschen das Maß zu treffen, wie weit du drauf musst. Ach, komm jetzt. Bitte tu das heute nicht noch öfter. Bin eh schon so dezent gereizt, weil ich mir für mein Wohnmobil eine Blende gekauft habe, die nicht im Ansatz irgendwie passt. Und das Ärgerliche daran ist auch noch. Ja, genau. Jetzt, ja, genau. Genau das, was ich nicht wollte. Passiert natürlich jetzt. Ja, Blende gekauft, fast 200 € in Wind geschossen, weil das Ding einfach hinten und vorne nicht passt. Ja, jetzt natürlich auch noch versucht, es dann anzupassen, ohne Erfolg. Ja, somit habe ich jetzt, ja, wie gesagt, 200 € in Kunststoffteilen in den Wind geschossen für nichts, für kein Ergebnis. Nur weil die Teile so dermaßen nicht passgenau gefertigt sind. Das ist, ja, richtig, richtig ätzend. Könnt gerade im Strahl kotzen, ich sag's euch. Vor allem das Ärgerliche, die originalen Kosten fast das Doppelte. Aber jetzt am Ende wären die immer noch ein Schnapper gewesen, im Gegensatz zu dem, dass ich jetzt beides kaufen muss. Also bin da echt gerade mehr als nur genervt davon. Und ja, jetzt gibt es halt dann nächste Woche die Bestellung direkt bei Fiat. Und dann gibt es die Originalteile, so wie sie auch original verbaut sind. Und dann wird sich dieses Thema
lösen, aber wie gesagt, jetzt dieses Wochenende die Hälfte von meiner Einrichtung wieder ausgebaut, um das eben nachträglich einzubauen und so weiter und so fort. Für ja, wie gesagt, kein Ergebnis und das ist sowas, boah, da kriege ich richtig Plack. Da kriege ich richtig schlechte Laune. Die Teile sind schlussendlich dann auch durch die Luft geflogen, weil ich keinen Bock mehr hatte. War so genervt von der ganzen Aktion. Ja. Natürlich, wie gesagt, kein Geld zurück, weil schon komplett zerschnitten mittlerweile oder komplett zugeschnitten. Und somit, ja, jegliches Rückgaberecht halt einfach vertan. Ist mir aber jetzt auch egal. Das war jetzt Lehrgeld, das war sehr teures Lehrgeld, aber ich hätte es halt gleich richtig machen sollen. Ich hätte gleich die Originalteile kaufen sollen, hätte das Geld in die Hand nehmen sollen. Und dann wäre es gut gewesen. Aber nee, ich habe mir gedacht, ja, das geht auch nicht original. Da kann man auch was Günstigeres nehmen. Und hab's jetzt mehr oder weniger bereut damit. Aber gut. Wie gesagt, einmal teures Lehrgeld. Dafür kann ich mich jetzt dann auf die originale Verkleidung freuen. Ach Gott. Ja, so ein Wohnmobilbau ist schon immer wieder eine lustige Geschichte. Da kann man viel, viel Geld versenken. Und trotzdem macht es aber irgendwie Spaß. Das ist. Und vor allem am Ende, egal wie viel du da rein irgendwie ja auch verkackt hast, lernen hast müssen, irgendwas am Ende zählen, einfach die Tage, die du mit dem Fahrzeug dann irgendwie erlebst und was du damit erlebst. Und das macht vieles dieser ganzen Eskapaden beim Bau wieder wett, weil ja, du weißt einfach, auf was du dich freuen kannst. Und ja, im Gegenzug ist wenigstens meine extra angefertigt oder ich habe mir extra eine Duschwanne anfertigen lassen. Die ist wenigstens, die passt zu 100%. Also das ist ein richtig schönes Teil geworden. Auch wenn die Dusche nur als, ja, als Notnagel mehr oder minder agiert. Du wirst in so einem Wohnmobil, glaube ich, nie viel duschen. Aber ich wollte es unbedingt haben. Gerade im Sommer, wenn du irgendwo beim Radfahren bist und dich mal schnell abbrausen willst. Und draußen vielleicht doch ein bisschen ein Tacken zu kalt ist zum Duschen. Dann ist das schon echt geil. Und ja, das. Die ist wenigstens dieses Wochenende jetzt reingekommen und das hat auch alles sehr, sehr gut funktioniert. Und wenigstens das passt soweit jetzt. Von dem her ist nur der halbe Tag im Arsch, nicht der ganze. Oder das halbe Wochenende, nicht das ganze. Das, ja, blöd gelaufen, hilft nichts. Muss man damit leben? Uah. Kann ich das jetzt? Geht das so? Wow. Das geht sogar so. Jetzt würde ich trotzdem gerne wissen, wie das aussieht. Ja, Chaos. Ein wenig Chaos. Hätten wir auf jeden Fall. So. Gut. Das, trotz allem sieht es aber gar nicht mal so schlecht aus. Es ist faszinierend. So. Aber bevor ich irgendwie jetzt noch weiteres runterschmeiß hier, machen wir das mal fest und ziehen den Hänger mal ein Stück weiter rauf, dass wir da den nächsten Schwung dann hier mitnehmen. Jetzt muss ich mal schnell hier Kamera nochmal neu einstellen. So. Sonst ist es echt unangenehm, wenn man dauernd irgendwie so leicht nach oben schauen muss. Ja, oder so extrem weit nach unten. Das kann man immer ganz schön über die ja, über den Reset der Kamera dann machen. Das ist echt immer ganz gut. Da lag einer. Ja, dann ziehen wir den mal bis vor den Strommasten
Und dann machen wir hier die restlichen. Oder was heißt restlich? Ich glaube, wir schaffen gar nicht alle auf dem Hänger zu laden. Das sind, glaube ich, zu viele. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Das sind ein, zwei zu viele, glaube ich. Aber gut. Das werden wir uns anschauen und wir werden uns auf jeden Fall dann vielleicht in der nächsten Folge wiedersehen, denn für diese war es schon wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid und ja, bis dahin. Ciao, ciao.